Das soll ein Schalter sein und ich kann ihn nicht einschalten. Ja, piss das mal aus, Digga. Ich kann da nichts tun. Dein Arsch brennt. Geil. Ja, also das ist ja jetzt auch mal wieder toll. Ein Kraftfeld. Ich habe das Schwert aus der Truhe genommen, ne? Aha. Ich brenne. Ja, super. Also hier ist alles ganz wundervoll. Defekter Hebel. Ach, defekter Hebel. Liegt hier wahrscheinlich irgendwo ein Hebelstück herum. Kann das sein? Wahrscheinlich irgendwo ganz versteckt. Ah, super. Ich wurde vergiftet. Ich wurde schon wieder mal vergiftet. Ja. Ah. Könnte das mal aufhören? Ich muss eine gewöhnliche Veredelung. Wo ist denn? Dieses Gift bringt mich um. Jetzt hör mal auf. Sei nicht so. Okay, also wo ist jetzt der Hebel? Der muss hier irgendwo herumeiern. Liegen. Da ist noch eine Truhe mit einem Diamanten drin. Ja, interessiert mich ein Scheiß. Ich will diesen Hebel haben. Möglichst dabei nicht verbrennen. Ach du Scheiße. So, also der Hebel. Ah, ich bin doch gar nicht getroffen worden. Was soll denn der Scheiß? Entschuldigung. Warum habe ich einen Bogen am Start? Moment mal. Hundi, du bist widerlich. So, also hier muss irgendwo ein Hebel sein. Ein Hebel. Ist er denn hier irgendwo vielleicht? Das wäre ja noch zu lustig, wenn er hier rumliegen würde und ich jetzt hier mir den Arsch absuche nach dem Hebel. Leiche eines Priesters leer. Der Priester sind meistens hohl, deswegen sind sie Priester. Ja, Entschuldigung an alle Priester. Aber Religioten sollten sich nicht auf Komplimente von mir gefasst machen. So, also ich werde hier mal... Also zum Glück macht ja das Feuer nicht jetzt so viel Schaden. Aber pass mal auf. Ich bleibe aus dem Feuer raus, ne? Und pass auf. Irgendwann jetzt wird mich das Feuer erwischen, obwohl ich es nicht berührt habe. Wow. Der Hundi, mach jetzt keinen Scheiß. Dein Arsch brennt. So. Solltest dir mal irgendwie Hämorrhoidensalbe besorgen? Ja, ja, ja. Aha. So, also, ich sehe jetzt nicht, wo der Hebel sein soll. Hebel! Ich brenne. Komisch, dass sie gar nicht schreit, dass irgendwelche sie irgendwie vergiftet ist oder so. Ich brenne! Das Liebe. Ich glaube, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Ich habe mich festgepackt. Wie schön! Kann es denn noch lustiger werden? Los. Ich kann mich nicht in deinen Drachen packen. Ja, 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 guck. Ist das toll. Ja, ja, ich glaube, das heißt Neuladen. Digga! Ja, man will es mir wirklich schwer machen, dieses Spiel zu mögen. So. Wo ist der verschissene Hebel? Selbstverständlich. Das ist auch eine tolle Sache, ne? Also, wenn du irgendwas ausgewählt hast und vorher gespeichert hast. Ja, das ist realistisch auch, ja? Stimmt. Aber seit wann haben wir in Spielen Realismus?
Wir sind doch hier nicht in Minecraft. So, ne, also, ich werde jetzt mal keinen Hundi beschwören, weil der ist jetzt hier einfach überflüssig und steht nur im Weg. Ich brenne, obwohl ich an der Seite gestanden habe. Hui. Ja, also ich finde hier jede Menge lustiger Dinge. Aber dieser Hebel ist, glaube ich, not even in my reach. Hier finde ich jetzt einen Nachtjägerhelm des Philosophen. Das ist toll. Ich muss ein Heilmittel finden. Hier finde ich jetzt eine gewöhnliche, leichte Methylaxt des Paladins des Gemetzels. Buch über Drachenfertigkeiten, das ist gut. Halt, Moment, dann. Ja, da ist ja auch noch was. Ja, also, ich habe mir Gedanken gemacht über diese Drachenfertigkeiten. Nein, und es hat mir niemand erzählt. Diesmal habe ich das mal ganz für mich alleine rausgefunden. Das Buch über Drachenfertigkeiten kann ich, glaube ich, verwenden, wenn ich in der Drachenform bin. Also, wo ist jetzt dieser Hebel, verflixte Axt? Wisst ihr was? Ich bin mir nicht zu schade, das wirklich nachzuschlagen, weil... Nee, da hüpfe ich beim besten Willen nicht mehr hoch. Hui, ich renne durch das Feuer. Schampenkel, ich muss Feuer. Ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. So, kriege ich das jedes Mal wieder, oder... Nö, nur einmal. Also die Druckplatten funktionieren nur ein einziges. Jetzt schau dir das mal an. Hebelgriff, ja toll. Ja, und jetzt geht es da vorne richtig ab. Jo, ich renne hier einfach durch und brenne mir den Arsch an. Und guck mal, das macht sowieso nichts. Ich habe so viel Lebenskraft, ich kann das alles mit Leichtigkeit aushalten. Ich ziehe den Hebel und brenne. Während ich den Hebel ziehe, ja schau mal, das, was mir das Ding an Lebenskraft abzieht, da die ganze Scheiße, das hole ich mir innerhalb von Sekunden wieder mit Regeneration rein. Aber ehe ich jetzt groß angebe, mach dann doch mal lieber mein Hundi, mein Tierchen, und mein Geisti. Ach, meine lieben Freunde, ich bin wieder da. Hallo. Und wen haben wir hier? Ach, Panzer. Ich kann nicht. Drachen. Zwölfkrieger. Lauch. Mach nicht. Mach nicht. Leute, wenn ihr weiter so seid, dann muss ich einen lauchen. Ich vermute allerdings, das war erst die Vorhaut, Vorhut meine ich. Moinsen, irgendwer hier? Hallöchen. Darf's noch ein bisschen fein sein? Dieses Schloss kann nicht mit Schlösserkacken geöffnet werden. Ja, du kannst mal mit Schlösserpissen versuchen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Das ist, la 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 la. Das sieht aber mal interesting aus hier. Hier ist doch sicherlich auch irgendetwas. Eine Jump-and-Run-Einlage? Erfolg errungen, Drache gesichtet. Was zum... Irgendwas ist... Schluck? was... ist hier los? So eine große Zwischensequenz würde niemand machen, ohne dass irgendetwas gleich ganz gewaltig... Es würde niemand solch eine Sequenz hier machen, würde es nicht gleich schrecklich krachen. Ich sehe Drachen, wohl Skelette, und ein Drachen jede Wette. Er schaut mich an mit großen Augen. Sie sind meine Erzfeinde. Jene mit den besonderen Augen. Doch so hell das Silber ihrer Augen auch scheinen mag, es wird von der Drachenessenz überstrahlt.
die eure Seele erfüllt. Mhm. Gedanken lesen. Alter Schwede, das frisst. Die Gedanken des Patriarchen sind ein zu starker und überwältigender Wirbel aus Energie und Macht, als dass ihr sie durchdringen könntet. Gepeinigt von zermalmendem Schmerz wollt ihr eiligst diesen unendlichen Ozean des Wissens verlassen. Doch er hat zumindest eine hocherfreuliche Wirkung auf euch. Eure Fähigkeiten haben sich verbessert. Wie schön! Ganz gleich, welchen winzigen Teil dieses uralten Wissens ihr erfasst habt, spürt ihr, dass eure Drachengestalt gestärkt aus diesem Erlebnis hervorgeht. Metal, Leute, willkommen beim Drachen, ne? Also, Gedankenlesen beenden. Mit wem habe ich die Ehre? Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich der letzte lebende Drachenritter wäre. Wenn das so ist, dann ist eure Seele meiner nicht unähnlich. Wir haben gerade die Augen gejuckt. Also ein Auge, würde ich sagen. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin der Patriarch von der alten Schöpferrasse. Wahrer Drache. Einer der wenigen im Universum jenseits des großen Chaos. Also Bescheidenheit ist nicht gerade seins. Ich heiße euch willkommen in diesem Ort. Möge es euch ein Zufluchtsort sein vor den Speeren und den Feuern, die unsere Art jagen. Metal, du bist ein Ehrendrache, ey. Ich habe lange nach jemandem bei euch gesucht, denn ich möchte in die Halle der Seelen eintreten. Ist Patriarch wirklich euer Name? Ja, und vor allen Dingen, ist es nicht so, dass die Woken jetzt in letzter Zeit immer sagen, dass das Patriarch voll gemein ist und so weiter? Das ist doch voll der Nette! Guckt euch das mal an, Wokis, Woko Haram, guckt euch das mal an! Das Patriarch ist nicht böse, das Patriarch da ist ganz lieb! Kuscheln, streicheln will. Warum versteckt ihr euch hier? Warum wollte Maxos in die Halle der Seelen gelangen? Ach du meine Güte, ist hier viel los. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir so schnell weiterkommen. Weißt du, da latscht du hier in so eine Höhle rein, ne? Denkst erstmal so, was hat für eine Kacke da mit Feuerbällen und so weiter und so fort. Und dann ist das hier auf einmal Teil der Hauptquest. Jetzt bin ich wieder versöhnt. Also ich... Larifari Studios, das mit der Drohung mit nach Belgien kommen, na, war sowieso nie ernst gemeint, Vögel. Gott, bin ich heute käsig und habe ich einen großen Kopf, ey, Wahnsinn. Also guck mal, das Patriarch ist nett, ich mag den, hat auch nette Augen. Ihr habt gesagt, dass die mit den Silberaugen eure Erzfeinde sind, doch wie können die Drachentöter euch überhaupt schaden? Ihr seid womöglich das seltenste Wesen, das ich in meinem Leben treffen werde. Aber Damian, hat er nicht die Drachen unter seinem Befehl? Ich muss nun fort, großes Patriarch. Es ist das Patriarch. Ist Patriarch euer wirklicher Name? Nein. So nennen mich lediglich jene, die in dieser Welt leben. Lass mich raten, dein Name ist zu kompliziert auszusprechen. Mein wahrer Name kann hier nicht ausgesprochen werden, denn er ist für sich genommen ein Schöpfungszauber, der die Umgebung völlig umgestalten sowie neue und bisher unbekannte Spezies erschaffen würde. Oh geil, das würde ich jetzt gerne machen. Sag mir sofort den Namen. Ach ja, wenn er ihn sagt, dann ist ja schon wieder was los hier, ne? Und wer weiß, was dann los ist, dann werden auf einmal Klimakleber erschaffen oder so. Oder andere Dinge, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Alleine dadurch, dass ich an meinen Namen denke, kann ich etwa Statuen in der Nähe umstürzen oder neue Pflanzenarten aus dem Boden sprießen. Oh, ich will das auch können. Der sieht übrigens lustig aus, der Drache. Ich finde ihn gut. Gut gestaltet. Endlich mal ein Drache, den ich ernst nehmen kann. Ich habe lange nach blablabla. Aber warum versteckt ihr euch hier? Verstecken? Oh nein, ich verstecke mich hier nicht. Wie süß. Ich mag den. Ich mag den gerne. Ich mag das Patriarchat. Ich mag das Patriarchat. Ich ruhe mich nur eine Weile aus. Noch ein Jahr vielleicht. Oder ein Jahrtausend. Das kenne ich, Kollege. Die Leute sagen auch immer, ich würde meine Zeit verschwenden, wenn ich mich ausruhe oder so, oder wenn ich ein bisschen länger brauche für Dinge. Aber
alles braucht seine Zeit. 4000 Jahre für mich. Genau. Nichts als ein Augenblick. Exakt. Ich fühle dich, Bruder. Ich fühle dich. Wirklich? Darf ich fragen, warum ihr das wollt? Um der Existenz von Damion, dem Fluch von Rivellon, ein Ende zu bereiten. Ich ziehe es vor, diese Information für... Ach ja, der Verdammte. Der Verdammte. So unwichtig er für den Lauf des Kosmos ist, so entscheidend ist er für das Leben der Eintagsfliegen, die sich Menschheit nennen. Schlimm. Sag mal, ich würde dich gerne was fragen, Patriarchat. Ich würde dich gerne was fragen, was hältst du eigentlich vom Drachenlord? Er ist eine Eintagsfliege und er ist unglaublich dumm. Dennoch werde ich euch antworten, wie ich auch Maxos antwortete. Meinst du mir die gleiche Frage stellte? Meinst du Nixos Minimax oder ich meinst das Longus? Die Halle der Seelen ist ein Ort der Erinnerung und Wunder. Durchaus materiell in ihrer Beschaffenheit, jedoch prinzipiell ätherischer Natur. Sie ist nicht zugänglich für jemanden, der keinen Grund hat, dorthin zu gehen. Aber immer und überall für alle, die eintreten dürfen. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Du siehst sowas von süß aus, hallo! Macht euch auf den Weg und ich werde ein Tor unter den Wurzeln von Irmin Sula schaffen. Dem alten Rätselmeister wird die Aufmerksamkeit gefallen. Irmin Sul war dieses schwarze Bäumchen da hinten gegenüber von den Goblins, ne? Ach, da haben wir ja auch noch was. Da ist ja dieser Rothammerstamm. Alter, haben wir viel zu tun. Und ich soll dieses Let's Play einstellen? Ihr habt ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Warum wollte Maxos in diese Halle der Seelen gelangen? Seine Antwort auf diese Frage war Wissen. Das ist gut, oder? Augen verrieten die Wahrheit. Die Macht hieß. Ersteres ist gut, zweiteres halte ich nicht viel von, weil Leute, die Macht wollen, sind meistens scheiße. Ich habe dennoch einen Durchgang für ihn geöffnet. Ja. Der unter dem verbrannten Eltern von Jutulgor. Was für ein Ding? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Du hast dich, glaube ich, verschluckt, alter Mann. Er war erfolgreich, so wie er es nahezu immer gewesen war. Aber nun... Warum wackelst du eigentlich die ganze Zeit, alter Patriarchatenmann? Doch das spielt keine Rolle. Nichts, was die Menschen tun, ist wirklich von Männern. Du bist ganz schön respektlos. Aber ich finde dich trotzdem niedlich. Ihr habt gesagt, dass die mit dem Silber und bla bla bla, ihr seid möglich. Ah ja, das. Das hat er, der listige Teufel. Aber das sind keine echten Drachen mehr. Mhm. Es sind nur noch leere Höhlen, seelenlose Geschöpfe, die allen beraubt wurden, was sie zu einem Teil der alten Rasse gemacht hat. Ach, so wie die NPC-Menschen hier in diesem System. Aber Gnade mit ihnen, wenn ihr auf sie trefft. Und ja. Bereitet ihnen einen schnellen Tod. Ich glaube, nein, das will ich nicht, okay? Ich könnte ganze Armeen von ihnen vernichten, aber das liegt mir dennoch fern. Siehst du, da fühle ich dich auch wieder, Alter. Ich werde noch leben, lange nachdem ihre Gebeine zu Staub zerfallen und ihre Zivilisationen längst vergessen sind. Richtig. Trotzdem hasse ich sie für ihre blinde Zerstörungswut gegenüber allem, was drachischen Ursprungs ist. Ja, diese Hater, echt schlimm. Sie vernichten so vieles von dem, was ihnen unsere Mittler, die Drachenritter, gegeben haben. Ohne Rücksicht zerstören sie großartige Quellen von Weisheit und Schönheit. Aus diesem Grund verachte ich sie. Na, er spricht gerade von den Voko Haram. So geil. Hört er sich an, wie wenn ich zu viel kohlensäurehaltige Getränke trinke. Ja. Aber wenn ich jetzt Sachen gesagt habe, die dir nicht gefallen, ja, dann bist du nicht von meiner Art. Mädel, Leute. So, aber alles klar.
Hundi, hast du nicht ein einziges Mal, kannst du nicht ein einziges Mal irgendwie so ein ganz klein wenig sowas wie Würde und Anstand aufbringen? Musst du jetzt ja auch noch hinpissen, ist ja unglaublich. So. Ja, das Gedankenlesen hat sich gelohnt und ich habe es auch gleich wieder gekriegt. Questbelohnung, wer sucht, der findet. Bla. Zack, ja.